Hey, ich bin Dominik von Backcountry Expeditions. Das ist der Eli. Und dies ist mein ganz persönliches Vorweihnachtsgeschenk für unsere beste Abonnentin der Welt. Das wird mal wieder vermutlich eines dieser relativ unorthodoxen Videos, wie sie aber bei mir nicht so ganz unüblich sind. Denn ich hatte ein paar Vorhaben, die ich hier versuche in einem Video zusammenzuraffen, miteinander zu vereinbaren. Nummer 1, mein persönliches war unbedingt, ich wollte mal schauen, ob unser See mittlerweile so weit zugefroren ist, dass wir uns darauf vielleicht ein bisschen bewegen können. Und Nummer 2, komme hier einen kleinen persönlichen Wunsch unserer besten Abonnentin der Welt nahe, die gesagt hat, mach doch ruhig mal ein bisschen mehr Videos wieder so mit Eli und so weiter. Das heißt, seinen Alltag filmst. Das wäre das denn, et voilà. Und Nummer 3, ebenfalls natürlich für unsere beste Abonnentin der Welt. Du hattest bei mir in dem Video der Abenteuerreportage in Lappland, Wildnis, gesagt, dass dir die Jacke besonders gut gefällt, ja. Und da habe ich sie dann mal wieder an und da dachte ich mir, verbinden wir das Ganze, was wir jetzt hier heute machen, mit auch so einem kleinen Review der Jacke. Ja? Daher mein üblicher Disclaimer vorab, wie bei allen Dingen, die ich euch präsentiere, zeige und so weiter. Nichts davon, was ich hier anhabe, besitze, was durchs Bild rauscht oder wie auch immer, ist mir gesponsert, geliehen, kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Ich muss dafür keine Werbeaussagen machen, die ich vertraglich irgendjemand zugesichert habe, damit ich dann irgendwelche Prozente, Gewinnbeteiligung oder sonst was, lange Rede, kurzer Sinn, ich muss euch nicht belügen, das ist hier die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit, wie immer bei mir auf dem Kanal und in dem Folge wird es hier gehen um die Bergen Sauder Down Jacket. Und diese Jacke werden wir dann jetzt hier live in der Praxis mit dem, was ich so vorhabe, zusammen testen, beziehungsweise testen muss ich sie gar nicht, da ich sie ja schon 3 Jahre habe. Aber nichtsdestotrotz werden wir sehen oder ihr, ich will euch zeigen, wie sich diese Jacke hier draußen so in der freien Wildbahn bei den aktuellen Temperaturen von heute haben wir -2 °C, denn so macht. Und gleich vorab kann ich euch dazu sagen, normalerweise würde ich die Jacke jetzt für solche Aktivitäten definitiv nicht anziehen, da ich jetzt schon weiß, dass sie zu warm dafür sein wird. Ja? Da werden wir dann aber auch in diesem Zusammenhang so ein kleines Negativkriterium oder das, was so eine dicke, warme Daunenleistung mit sich bringt, hier auch sehr wahrscheinlich live erleben. Und bevor wir das Ganze jetzt hier starten, natürlich mein üblicher Seebegehungstest. So, beide Kameras laufen, ja, und wir schauen uns mal an, ob sich die Aufnahme jetzt lohnt. Eli, wo bist du eigentlich? Hierher, wenn ich einbreche, holst du Hilfe. Eli, das gibt's doch nicht, das tut er sich im Schnee. Du sollst herkommen, Eli. Wir gucken jetzt, dass wir uns hier ganz vorsichtig rantesten und natürlich mache ich das vor und schicke hier nicht den Eli, wo dabei nur die Hälfte von mir wiegen würde, ja. Schön, Eli, aber langsam, mein Freund. Komm hierher. Hierher. Es ist nicht das erste Mal, dass Eli dieses Jahr auf dem Eis läuft, das wissen wir. Ja, wir hatten das Ganze schon in Lappland. Aber das ist das erste Mal, dass wir das jetzt hier auf diesem See machen. Ja? Und oh, es ist sauglatt. Ja? Ich werde jetzt die GoPro ausmachen, weil ihr seht mich ja denn dadurch. Jo. Schauen wir mal. Ja, meine Spekulationen waren so roundabout 7 cm. Sollte es vielleicht schon haben. Gucken wir mal, ob dem so ist. Wer mehr dazu wissen will, vor 2 Jahren ungefähr habe ich hier schon mal ein Video an dieser Stelle gemacht und euch zu den Gegebenheiten etwas erzählt. Ja, jetzt gucken wir nur mal mit meinem halbstumpfen Beil, ob ich da recht hatte.
Oh, da liegen wir gar nicht so verkehrt. Na, jetzt machen wir ein bisschen größer. Deswegen Arbeitsschutzbrille natürlich, ja? Oh, also, ich sollte Wettervorhersage machen, ne? Aber das kennen wir ja schon. Es sind exakt 7,2 cm, hier an dieser Stelle zumindest, die ich jetzt so vom Auge her ermittelt habe. Und ich hatte ja schon mal gesagt, so über 5 cm ist die Sache für mich safe. Nichtsdestotrotz mein üblicher Disclaimer, vor allen Dingen für alle Kinder zu Hause und für alle natürlich auch die Menschen, die sich gern so von Medien infiltrieren lassen. Ja? Jeder solle seinen eigenen Verstand benutzen und schauen, was dabei herauskommt, wenn er sich auf Eis Decken bewegt, sage ich immer. Ja? Das heißt, die Traglast sollte in jedem Fall vorher überprüft werden. Ja? Wir haben das jetzt hier nicht direkt am Rand gemacht, ja? Ihr seht das schon ganz bewusst, sondern hier in 3 Metern Entfernung. Und gleiches könnte ich jetzt noch mal etwas weiter entfernt dahinten machen. Du kannst ja mitkommen, Eli. Jetzt weiß ich ja, es ist sicher, kann ich den Hund vorschicken. Ja? Oha. Das wird eine glatte Angelegenheit heute. Genau das Gleiche, na? Kein Unterschied. Und dann geht es jetzt auch schon los. Wow. Ob das heute so eine gute Idee ist mit dem Rad hier auf dem Eis, ne? Aber ihr wisst ja, ich habe immer gute Ideen. Ja. Vorab natürlich, es soll ja auch ein Review irgendwo sein, um die Bergens Sauder Downjacke. Ja. Ich habe mir die, ich muss ja erstmal mein Review bei mir auf der Webseite nochmal lesen, denn das habe ich genau zum Zeitpunkt geschrieben, wo ich sie mir zugelegt habe. Das war im Januar oder Februar 2020. Das heißt, ich habe diese Jacke seit knapp 3 Jahren im Einsatz und ihr habt die natürlich auch bei mir und ihr werdet die in den, also aktuell, die Folgen kommen ja noch, ein paar Mal bei mir auf Tour immer wieder sehen, wo ich die anhabe. Und dann kommen ja auch natürlich ein oder andere, wir hatten ja mindestens die eine Frage, ne? Und das ist der Grund, warum ich dann dazu auch jetzt mal ein Video und ein Review machen wollte, weil ich auch gesagt habe, alles, was ich auf Tour anziehe, wo dann Fragen kommen oder benutze an Gegenständen, stelle ich euch mal vor. Genau, also vor 3 Jahren gekauft. Damals Kaufpreis für mich war nicht so Pi mal Daumen, 270 Euro. Bergens hat eine UVP aufgerufen von, wenn ich mich recht sinne, 380 Euro. Das Damenmodell war zum damaligen Zeitpunkt deutlich günstiger in einigen Angeboten zu haben von, ich glaube, es waren nur 150 oder 160 Euro. Ja, wenn ich jetzt sage nur, das klingt natürlich, wir werden drauf kommen, dass das jetzt kein günstig billig Modell ist. Ja. Denn der Grund, warum ich sie mir geholt habe, war, es war von den Jacken das hochwertigste bzw. das dickste, das meist befüllste, das wärmste Modell bei Bergens bei den Daunenklamotten. Es gab nur noch 2 oder 1 bis 2, die wärmer waren und das waren Parkas. Also von den Jacken, kürzeren, war das das wärmste Modell. Und da reden wir über eine Bauschkraft von ungefähr 700 Kubikinch, gibt da der Hersteller an. Und wenn ich dieses Modell, ich trage jetzt hier eine M mit 1,85 messe, dann wiegt es so roundabout 970 Gramm, also noch knapp unter 1 Kilo. So was auch praktisch ein sehr guter Schlafsack, Daunenschlafsack wiegt, der eine ähnliche Wärmeleistung hat. Ja, und da kann man dann schon sehen, dass hier natürlich eine ganze Menge drin stecken muss und das fühlt sich auch genauso an. Ja. Diese Boxkammer oder Haarkammerkonstruktion kann man sich in etwa so vorstellen. Der äußere Stoff, das ist jetzt was hier so olivgrün ist, das ist der innere Stoff und der ist verbunden mit einer Wand, ja, da wo die Naht ist sozusagen. Daher der Name auch Den Haar und da wo die Naht ist, ist dann trotzdem alles gefüllt, links und rechts davon, diese innere Wand, ja, also diese Boxen.
Das heißt, an dieser Stelle gibt es dann sozusagen keine Kälte-Wärmebrücken, wie man es nennen mag. Ja? Im Vergleich zu denen, wenn das jetzt durchgesteppt wäre, Innen- und Außenstoff, ne, würden denn da, wo die Naht ist, hier an einem Punkt zusammengetackert sein. Ja? Und diese Hakama-Konstruktion findet ihr praktisch nur bei hochwertigen Sachen, überwiegend in dem Schlafsackbereich. Ja? Und da gibt es dann nochmal ganz ausgefeiltere Dinge, dass man auch diese Kammern und diese Trennabteilungen ein bisschen schräg und seitlich versetzt, sodass noch weniger Temperaturbrücken irgendwo vorhanden sind. Na? Was will ich damit sagen? Diese Jacke ist schon, also zumindest damals im Bergensprogramm von den Jacken wohlgemerkt, somit das Hochwertigste, was man haben konnte. Und alle, die da drunter waren, könnt ihr bei mir auf der Webseite sehen. Ich habe auch alle anderen Modelle, die zum damaligen Zeitpunkt erhältlich waren, genannt. Habe dort aufgezählt, wie viel Kubikinch, wie viel Bauschkraft die haben und was es für eine Kammerkonstruktion ist. Und da seht ihr dann einen guten Vergleich. Wie gesagt, der Link zum Review ist ja bei mir in der Artikelbeschreibung. Ne? Und wenn man dann so eine hochwertige Konstruktion hatte und so eine starke Baustoff, kann man sich natürlich vorstellen, das Ding ist ordentlich warm. Und das ist nämlich auch der Grund, warum ich es mir geholt habe. Hier kann ich gleich vorab sagen, diese Jacke ist nichts für Temperaturen, meiner Meinung nach, oberhalb des Gefrierpunktes. Es sei denn, ihr wollt euch damit auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendwo, oder genauso wie jetzt, euch hier hinstellen und praktisch nichts machen. Ich kann euch sagen, jetzt, wo ich hier stehe und wirklich nichts mache und ich stehe auf dem Eis, ja, ist mir schon zu warm in der Jacke. Jetzt bereits. Ja? Also dieses Modell ist eindeutig für entweder sehr kälteempfindliche Naturen, Menschen, die schon deutlich eher frieren als vielleicht andere, oder aber natürlich, was der Hersteller wahrscheinlich auch daran denkt, für deutlich niedere Außentemperaturen. Ich persönlich würde jetzt das Herrenmodell mit einem Temperaturbereich von, sagen wir mal, 0 bis roundabout minus 20 Grad angeben. Ich hatte diese Jacke bei minus 16 Grad getragen und empfand sie als sehr angenehm. Ich habe diese Jacke noch nicht bei minus 40 Grad getragen. Ja, da gehe ich denn ja grundsätzlich auch eher den Parker an. Möglicherweise wird sie dann da eventuell zu kalt, je nachdem, was man drunter hat. Ja, und aber selbst für Frauen würde ich sagen, nicht unter, also überhalb 5 Grad plus. Das wäre deutlich zu warm und dann sollte man wirklich zu den Modellen greifen, die da weniger Bauschkraft, andere Aufbaukonstruktionen haben. Ja? Also das heutige Wetter ist, wie ich es schon anfangs sagte, wirklich zu warm für dieses Wetter. Aber ich habe sie in den letzten Tagen, wo wir zweistellige Minusgrade hatten, vor allen Dingen natürlich nachts, minus 12 und so weiter, da war sie richtig gut draußen. Ja? Da hatte ich obenrum, war mir zumindest immer warm. Und natürlich, ihr habt es gesehen, bei mir auf Tour, trage ja zu praktisch 90% Wolle. Wie gesagt, würde ich jetzt auch für diese Bedingungen hier draußen in jedem Fall die Wolle bevorzugen wieder, weil sie natürlich atmungsaktiver ist und wir werden gleich dazu kommen, ein bisschen robuster, wenn man hinfällt. Ja, ja. Und da habt ihr gesehen, bei mir auf der Tour habe die Jacke denn angezogen, wo ich ausgekühlt war. Immer diese Momente, wo ich sagte, oh nee, ich brauche jetzt mal was wirklich Warmes. Ja? Und wir haben aber auch gleich den Nachteil daran gesehen, sobald ich mich dann bewegt habe, irgendwas gemacht habe, wie Feuerholz gehackt und so weiter, dann war das Ding, und das ist der größte Nachteil an dieser Jacke, pitschepatsche nass. Ja? Also Aktivitäten da drin sollte man meiner Meinung nach grundsätzlich unterlassen, wie das im Winter übrigens so gängig ist. Ja? Alles, was einen irgendwo zum Schwitzen bringt, sollte man bei frostigen Außentemperaturen unterlassen. Ja, das heißt im Winter entsprechend langsam bewegen. Ja, ob das für eine Abfahrt, Skijacke, könnte man sie wahrscheinlich auch noch anziehen. Ja, das heißt, wenn die körperliche Aktivität in einem guten Verhältnis mit dem Wind kommt, der da Kälte von vorne bringt und so weiter, mit ein bisschen Schnee und so weiter, dann mag das noch gehen. Ja. Und bevor das ganze Ding jetzt möglicherweise durchgeschwitzt sein wird, ja, zeige ich euch das mal von innen, beziehungsweise zeige euch mal den Aufbau, ja, zur Jacke. Man sieht ja hier, wie gesagt, die Nähte an den Armen und ringsrum, die sind so ein bisschen schräg abgesetzt. Ja. So sieht sie aus. Ja. Und das, was man bei dieser Jacke in jedem Fall braucht und was ich auch immer wieder genutzt habe, sind die Zipper unter den Achseln. Ja. Die gehen hier auf. Und genau das werden wir denn auch tun. Ich habe sie jetzt nur zugemacht, wo ich sie im Stehen trage. Ansonsten ist das praktisch essentiell, weil das die Stelle ist, da tropft es denn fast schon raus. Ja? Und dann habt ihr zur Ausstattung Taschen. Ja? 4 Stück an der Zahl. Einmal die beiden wunderbar schön hier, diese Napoleon-Taschen. Da passt, da kann man praktisch nichts sagen. Ja? Mit Zipper Puls auch dran.
Und hier ganz hier oben habt ihr auch nochmal zwei Brusttaschen, ne? Die ist so versetzt. Die sind allerdings sehr klein. Hier habe ich jetzt zum Beispiel drin die Akkus, ja, von der Kamera, jeweils rechts und links. Ja, dafür reicht es aus. Auch mit Zipperpull und abgedeckt. Und den Nachteil habt ihr gerade gesehen. Jetzt ist es ein wunderbarer Parade-Vorführeffekt hier. Ja? Das ist das, was ich auch im Review negativ bemängelt habe, dass sich der Reißverschluss beim schnellen Zuziehen hier in dem Saum verhakt. Ist nichts Dramatisches, zieht man runter und macht man wieder hoch. Ja? Man sollte also aktiv, wenn man die, hier seht ihr auch nochmal, zwei Akkus, ja? Packung Taschentücher, würde auch super reinpassen. Ich würde hier aber nichts reinmachen, was die Atmung behindert. Ja? Und man kann die Dinger natürlich auch noch auflassen, zur besseren Entlüftung. Ja? Das heißt, wenn man die zumacht, dann kann das, seht ihr hier genau das gleiche wieder. Sollte man das bewusst machen, dass man die Ecke hier sozusagen hochzieht, ja, ein bisschen weghält und dann passt es auch. Ja? Mit denen habt ihr jetzt nicht das Problem, liegt einzig und allein in der Abdeckleiste. Zum Hauptreißverschluss, das ist in dem Fall ein Einwegereißverschluss, also kein Doppelreißverschluss. Die könnt die Jacke nicht von unten aufmachen. Das wäre noch so ein Ding, was ich mir manchmal gewünscht hätte, wenn man als Mann pinkeln geht. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten. Auch hier, ja, seht ihr, würdet ihr dazu, in den meisten Fällen funktioniert es. Läuft der Zipper wunderbar, kein Problem. Jetzt eben gerade habe ich das Gefühl gehabt, wenn man ihn einsetzt, so, seht ihr das, ja? Wenn ich ihn einsetze und die eine Naht davor sticht, dann, aber er schiebt sich weg. Er könnte sich fast verhaken, aber es geht noch, ja? Ihr habt hier eine Schutzleistenstreifen sozusagen aufgenäht unter dem Reißverschluss. Wenn das da mal einhaken sollte, so wie jetzt hier, ja, da seht ihr das. Jetzt passiert es, wunderbar. Ja, um da ein bisschen Stabilität reinzugeben, aber es ist nicht schlimm. Also was das angeht, ist es im Maßen. Da kann ich jetzt nicht sagen negativ oder positiv, da gibt es schlimmere. Ja. Also von daher nichts Verwerfliches. Und was mir an dieser Jacke sehr gut gefällt, ist diese wunderschöne Kapuze. Also die ist wirklich grandios. Erstmal könnt ihr das Ding dann richtig bis oben hin zumachen und mir wird jetzt richtig warm. Also erstmal, ich höre nichts mehr. Ich bin jetzt komplett taub. Eli, bist du noch da? Ist alles noch gut. Es geht gleich los, Eli. Nicht, dass du kalt wirst. Ja, die ist wunderbar. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier hinten an diesem Zipper, dem hier, ja, das ganze Ding so zuzuziehen, dass ihr euch die auch richtig tief ins Gesicht ziehen könnt. Ja, also die zieht man jetzt hier hinten ran. Ja. Ihr habt den, gleichzeitig könnt ihr die hier vorne auch noch zuziehen mit den Zippern, den Kragen und dann könnt ihr ein richtig kleines Sichtfeld machen. Ha? Seht ihr ja. Also das ist ein maximaler Schutz. Alles schön rangelegt. Top Sache. Kann man nicht meckern. Ja? Nutze ich allerdings sehr selten, weil wie gesagt, dann wird es richtig dolle warm. Das ist so ein Ding für... Oh, ja, jetzt... Du hörst gar nichts mehr, wirklich. Das ist so ein Ding für Schnee zum Beispiel. Ja? Und da waren wir jetzt auch schon bei dem Punkt. Schnee, jetzt müssen wir das mal machen. Nee, denn ich will mir nicht vorher. Das können wir vielleicht am Ende des Videos machen, wenn ich dran denke, dass wir da hier nochmal den Arm ins Wasser halten. Sonst gibt es ein Foto bei mir in dem Review entsprechendes. Die ist wasserabweisend. Sie ist nicht wasserdicht. Das ist ein Nylonstoff, aber er ist so leicht wasserabweisend. Ja? Wenn sie neu war, da war er natürlich noch mehr. Und natürlich jetzt nach 3 Jahren würde ich da jetzt nicht mehr ganz so viel drauf geben. Ja? Wo das Ding neu war, konnte sie damit wirklich durch den Regen gehen, wie eine Regenjacke. Das hat mit der Zeit abgenommen. Ja? Jo. Und was wir hier auch noch haben, das habe ich schon ein paar Mal genutzt, sind hier die verlängerten Handschlaufen, die Pulswärmer. Und da muss ich sagen, da passt es auch. Ja? Also das ist nur ein ganz einfaches, dünner Nylon. Ich glaube, es ist ein Nylonstoff. Ist, ja? Aber es passt insoweit von, dass ihr kein unangenehmes Gefühl habt. Man kennt man ja manchmal, ne? Wenn die Dinger vielleicht ein bisschen zu kurz sind, dass wenn du denn den Arm irgendwie ausstreckst, dass es denn irgendwo wehtut. Das ist hier in jedem Fall nicht der Fall. Ja? Also man kann sie nehmen, passend. Da ich jetzt aber lange Handschuhe mit Stulpen habe, brauche ich das nicht unbedingt. Ja? Aber das würde die Jacke jetzt noch bieten. Und dann schauen wir uns das Ganze jetzt mal von innen an. Ich muss schnell machen, weil sonst wird es kalt. Ja? Und dann seht ihr dann auch schon, was ich drunter trage in diesem Fall. Ja? Also ich sehe ja jetzt grundsätzlich relativ unorthodox aus. Ja? Um sich cool anzuziehen, müsste ich jetzt andere Klamotten unten rumziehen. Aber ich habe ja gesagt, was ich vorhabe. Ja? Gut, also das ganze Ding mal von innen. Schön hier bleiben, Eli. Ja, wir haben es bald. Das wäre das gute Stück von innen. Ja,
können wir jetzt schon was Dunkles? Ja, ihr seht es schon. Hier seht ihr die Ränder. Also ich hoffe, dass es zu sehen ist. Das ist von eben. Das ist nur von eben. Das ist nichts Altes. Ja? Es wird schon nass hinten am Rücken. Wartet mal, wie das nachher aussieht. Das ganze Ding ist pitschepatschig nass. Und genauso unter den Armen, auch hier schon. Seht ihr, es ist zu warm für diese Jacke. Beziehungsweise meine Aktivität, die ich gemacht habe, die 200 Meter übers Feld, das bisschen Hacken und so weiter, hat praktisch schon gereicht, um hier meine Körperschweiß in die Jacke reinzubringen. Und das ist natürlich fatal für die Daune. Die fällt dann sofort zusammen. Also die Wärmeleistung wird hier rapide vermindert, wenn das Ding nass wird. Ja? Was ich euch aber jetzt hier zeigen wollte in jedem Fall, es gibt hier innen noch eine Innentasche. Ja? Diese hier. Und hier steht Compression drauf. Diese Tasche kann man, also erstmal kann man innen was reinlegen. Die ist sehr groß, die geht bis hier runter. Das ist der Nachteil, den ich daran empfinde. Sobald ich hier etwas reintue, ein Portemonnaie oder ein Telefon, und nehme das raus, passiert immer das Gleiche. Das ganze Innenfutter kommt mit raus. Ja? Warum ist das so? Weil diese Jacke, wie der Name schon sagt, also diese Tasche, ein Kompressionssack ist, integriert. Ich könnte jetzt diese Jacke tatsächlich verkehrt herum in diese Tasche reinstecken. Die entsprechenden Videos gibt es dazu, entsprechende Fotos gibt es bei mir auch wieder im Lesereview. Ja? Könnt ihr euch das angucken, habe ich das mal gemacht, und zwar nur ein einziges Mal. Denn, das hatte ich schon ein paar Mal gesagt in meinen Schlafsack-Videos, ich halte von Kompressionen, das heißt Klamotten, Daunen, egal ob Daune oder Kunstfaser, gar nichts. Ich würde das absolut davon abraten, weil damit tut ihr nur dem Hersteller einen Gefallen, dass ihr euch schnellstmöglich wieder eine neue Jacke kaufen müsst. Ja. Das heißt, ihr komprimiert die Daune kaputt. Ja, aber wer dieses Foto sehen will, diese Tasche, die Jacke ist dann sozusagen auf dieses Maß gedrückt. Ja. Ich habe das nie gemacht und würde ich auch nie machen. Wenn ich diese Jacke transportiere, habt ihr bei mir auch auf Tour gesehen, hat die eine separate Tasche. Ja. Und dann werde ich jetzt mal genau diese Dinger hier aufmachen, damit es nicht noch nasser wird, als es eh schon ist. Ja. Machen uns entsprechend zu. Ich habe jetzt so einiges zu der Jacke gesagt. Jetzt mal kurz überlegen, fehlt noch was? Wir können das kurz zusammenfassen. Wir machen hier schon mal das Vorab-Review für alle, die es interessiert und die dann auflegen wollen, die uns hier, mich, Eli, mit mir, mit dem Rad, nicht mehr auf dem Eis erleben wollen, ja, sich das nicht mehr antun wollen. Kann ich sagen, das Positive an der Jacke, sie hält wunderbar warm. Sie bietet einen guten Wetterschutz mit diesem ganzen Kapuzending. Taschen ist es durchdacht, ist es funktional und ja, und der Schnitt passt von mir. Also Größe M passt entsprechend, Konfektionsgröße fällt in Ordnung aus. Ja? Das wäre so vorteilsmäßig. Nachteilsmäßig wäre, sie ist, wenn ihr nicht genau diese Temperaturen habt oder wenn ihr euch zu viel bewegt, dann ist sie zu warm, und wenn sie nass wird, da kann die allerdings die Jacke nichts für. Das gilt praktisch für alle Daunenjacken, für alle Daunensachen. Wenn sie nass werden, verlieren sie natürlich an Wärmeleistung immens. Ja? Das merkt ihr dann auch ganz schnell. Aber es muss ja hier trotzdem genannt werden, ist ein Charakteristika. Ansonsten Charakteristika speziell zu der Jacke wäre, wie gesagt, die Taschen hier oben, dass der Zipper mal drin hängen bleibt. Dann habe ich, der Außenstoff ist schmutzempfindlich. Ich glaube, ihr habt das schon gesehen, ja, und ihr seht es auch bei mir auf Tour. Diese Jacke, ja, hier sieht man das auch ganz gut, ja. Ich habe die nie gewaschen und auch das werde ich nicht tun. Die werde ich maximal ausbürsten. Ich hatte es dazu, wer dazu mehr wissen will, in meinem Video der textilen Fasern. Das ist eine Kunstfaser außen, ja, also aus Öl gewonnen und damit ein praktisch statischer Schmutzmagnet. Das zieht den Schmutz an wie Sau und alles, was da drauf ist, bleibt doch schön gut dran. Ja. Also es ist eigentlich keine Jacke für mich, wenn das mal so nennen darf, für Outdoor-Aktivitäten, sondern eher sowas für die schickimicki Hüttenalben zum Vorzeigen oder sich nicht schmutzig machen. Ja, dazu würde ich eher. Es ist also praktisch keine Arbeitsjacke. Kann ich nicht empfehlen. Und ihr seht das auch, ich habe hier mit der Jacke gekocht. Überall diese kleinen Fettspritzer. Und das, was ihr hier seht, ja, ich weiß nicht, diese dunkleren Sachen, was jetzt nicht von gerade ist, sondern was man sieht, diese etwas, das sind alles Schweißflecken von dem Schwitzen, wo die Jacke nass war. Das geht praktisch nur raus, wenn er die wascht wieder. Tja, und wie gesagt, konsequenterweise wasche ich meine Daunensachen nicht. Also hier sollte man in jedem Fall wissen, was man mit dieser Jacke tut, was man grundsätzlich mit solchen Sachen tut, die so mit diesem Kunstfaser-Außending. Ne? Ich hätte mir hier eher gewünscht eine Baumwollmischfaser, ja, die ich entsprechend reinigen kann und die nicht so viel, ganz so doll den Schmutz anzieht und ein bisschen robuster ist. Aber gut, das ist nun mal Nylonstoff bei den Daunenjacken der Klassiker. Ja, also zusammenfassend, die Schmutz- und Fleck
Empfindlichkeit. Das ist ein Negativkriterium. Und noch ein Negativkriterium, was vielleicht nicht gleich auffällt, tatsächlich, muss ich jetzt erst wieder dran denken, ist das Ärmelbündchen. Also erstmal persönlich mag ich keine Jacken mit Ärmelbündchen. Ich hätte mir gewünscht, dass sie offen sind. Aber ich kann den Hintergrund verstehen, dass so natürlich der Wetterschutz höher ist. Ja? Aber was hier besonders, was hier speziell ist, manchmal ist es so, dass dieses Gummi, was hier in dem Ärmelbündchen ist, sich verdreht. Versteht ihr? Und dann habt ihr einen krummen Ärmelbündchen. Das sieht ganz komisch aus, weil das Gummi hier drin nicht fest ist. Es ist ein Saum eingenäht und das Gummi kann sich sozusagen um die eigene Längsachse in diesem Saum umherdrehen. Und das tut es manchmal auch. Und dann habt ihr, genau hier seht ihr das, wunderbar. Wir haben auch einen super Vorführeffekt, ja. Hier seht ihr das, plötzlich wird der Saum hier an dieser Stelle kürzer, im Gegensatz zu unten, weil das Gummi sich hier verdreht hat. Das heißt, ich muss dann aktiv den Saum nehmen, so, und drehe das Gummi in dem Saum wieder runter, damit es wieder glatt und lange ist. Das ist so ein Ding, wo man... Wo ist denn der Eli hin? Eli? Eli? Da, komm mal hierher, das gibt's doch nicht, komm hierher. Eli ist schon wirklich, wir müssen sofort los, in jedem Fall, ja. Also das ist ein Punkt, ja, mit diesem verdrehenden Saum. Das hätte man dadurch lesen können, möglicherweise, ja, dass man das Gummi in dem Saum partiell arretiert, mit einer kleinen Naht. Nicht komplett voll umlaufend, sondern nur ein bisschen punktuell sozusagen, dass ich es nicht verdrehen kann, ja. Hätte aber wahrscheinlich mehr so schick ausgesehen, ja. Ja. Das also sozusagen mein Fazit zur Bergens Sauder Daunenjacke, der meiner Kenntnis nach wärmsten Daunenjacke im Bergens Programm zum damaligen Zeitpunkt 2020, ja, Frühjahr, Entschuldigung, Winter 2019, 2020. Es ist also schon 3 Jahre her. Und der Grund, warum ich die ganze Zeit auch noch kein Video-Review gemacht habe, ist tatsächlich, dass ich davon ausgegangen bin, dass diese Jacke aus dem Programm genommen wurde. Denn damals, als ich sie gekauft habe, auch das Damenmodell parallel, war es ein Ausverkauf seitens des Verkäufers. Und ich habe den später nochmal geschaut, wo ich das Review geschrieben habe, gab es diese Jacke wirklich nicht mehr. Also die war dann komplett raus, auch bei Bergens war sie nicht mehr da. Und deswegen dachte ich, okay, ist ein Auslaufmodell. Jetzt hat mir ja unsere treueste Abonnentin gesagt, diese Jacke ist noch zu haben. Naja, und ich meine, ihr könnt grundsätzlich, wisst ihr, mache ich meine Reviews auch für gebrauchte Sachen, ja. Das heißt, Sachen, die es schon seit 10 Jahren nicht mehr gibt, auf einem, als Neuartikel, aber die könnt ihr euch durchaus ja gebraucht kaufen, ja. Das ist ja mein Hintergrund. Aber das ist jetzt sozusagen doppelt, wenn ihr davon noch eine abgreifen könnt. Ich kann jetzt sozusagen nichts Negatives sagen. Man muss sich allerdings, also unterm Strich kann ich sagen, hat sich für mich die Anschaffung gelohnt, in jedem Fall. Ja, aber man muss natürlich, wie gesagt, auf die Einsatzbedingungen immer wieder darauf hinweisen. Ansonsten ist das nicht meine wärmste Jacke. Ihr wisst, ich habe noch den Polarparker. Das wäre dann für, das sind aber auch so Sachen, wo wir jetzt die minus 12 draußen hatten. Da war der mir zu warm. Ja, das ist so ein Ding, da kannst du dich bei minus 30 Grad auf so einen Stein setzen beim Eisangeln. Ja, und dir würde immer noch warm sein. Ja, das ist also, wie gesagt, hatte ich alles erwähnt. Ja. Und ansonsten für die, die fragen sollten, wo wir jetzt zu Kleidung und Ausrüstung, was ich sonst noch anhabe, habt ihr natürlich gesehen, habe ich bereits vorgestellt, in jedem Fall den schönen Ulriken-Jumper. Ebenfalls von Bergens. Und hier nochmal, ich bin nicht gesponsert. Ist der geilste Pullover, den ich aber trotzdem persönlich in mehrfacher Ausführung habe. Ja, kann ich absolut gar nichts Negatives sagen drüber. Und was ich anhabe, ist eine Fahrradhose. Ich hatte mir jetzt überlegt, also in dem Fall hier so eine Gore-Tex Windbreaker, hast du nicht gesehen, die ich zum Radeln grundsätzlich nehme. Ich hatte überlegt, jetzt eine normale, weite Autohose anzuziehen, aber mit der würde ich in die Fahrradkette reinkommen, wenn wir jetzt strampeln. Ja? Der Nachteil bei dieser Hose, und deswegen habe ich mir jetzt nämlich auch noch meine Knieschütze angezogen, ja, ist, wenn ich damit hinfalle, natürlich tut es mehr weh, weil die gar keinen Schutz bietet. Ja. Wir hoffen natürlich, dass wir nicht hinfallen. Ansonsten sind diese Knieschoner normalerweise nur für Abfahrten. Ja. Da wir jetzt hier allerdings im Flachland wohnen, es ist keine alpine Bergregion, kann ich euch jetzt leider keine Abfahrt auf einer Skipiste mit dem Fahrrad bieten. Ja. Würde ich aber in jedem Fall machen. Natürlich, üblicher Disclaimer, da wo wir keine Skifahrer behindern. Ja. Also, aber müssen wir nicht näher drauf eingehen, auf diese Spirenzchen. Und als Schuhe habe ich jetzt hier die Meindl Dovre Extreme an. Auch dazu hatte ich schon mal was gesagt. Also erstmal hatte ich sie, glaube ich, in einem Video vorgestellt. Und dann natürlich hier das einzige Wetter, die einzigen Bedingungen, wo ich eine Gore-Tex-Membran im Winter tatsächlich begrüße, weil das textile Futter natürlich wärmer hält als ein Innenlederfutter. Ansonsten wisst ihr bei mir grundsätzlich konsequent Leder. Und behandelt zur absoluten Wasserdichtigkeit sind diese Schuhe hier natürlich mit dem besten Schuhwachs der Welt.
nämlich meinem eigenen. Genau. Wer dazu mehr wissen möchte oder das erwerben möchte, der darf mich einfach kontaktieren und dann ist das auch für euch zugänglich. Ja, und die Handschuhe, seht ihr, das sind hier die Hestra Feld Guide. Ja, der Klassiker in mit einem Lammfell, ein- und ausnehmbar. Und sonst habe ich Wolle drunter als erste Lage. Und damit habt ihr jetzt sozusagen meinen kompletten Kleiderschrank, ja, wie immer, offen, ehrlich, frei raus bei mir. Und dann werden wir jetzt Eli, weil der schon komplett juckig ist. Eli, hey! Komm mal her hier! Komm her, Eli, es geht jetzt los! Ja, Eli hat schon keinen Bock mehr, ist ja auch verständlich. Wir stehen eine Weile hier rum, ja? Wir werden jetzt, komm her, Eli! Dann komm mal her! Ja, wollen wir dich mal ein bisschen übers Eis? Wir machen dich jetzt mal zum Pucken, Eli, pass auf! Hey! Ja, wollen wir mal gucken, ob wir das jetzt hier hinbekommen? Jetzt geht's los, Eli, jetzt geht's los! Jetzt kommt die verrückte Nummer, ja? Wir klemmen den Eli ans Fahrrad und gucken, wie weit wir mit der Nummer kommen. Hey, Eli, komm her hier! Also ich habe so langsam wirklich Zweifel, denn wo wir es beim letzten Mal gemacht haben, hatte es geschneit, ja, auf dem Eis und ist dann festgefroren. Das heißt, ich hatte noch einen entsprechenden Grip. Ich habe keine Ahnung, ob das hier funktioniert, denn wir haben natürlich keine Spike-Reifen drauf. Ja. Nichtsdestotrotz, ja, Fahrradausrüstung auch noch kurz vorstellen. Das ist hier der Maxxis Wet Scream. Ja, das ist ein Stahlgürtelreifen in 2,5 Zoll Breite mit über 1 cm Profil und sehr, sehr weicher Gummimischung. Der ist absolut ideal für alles Matschige, Schlammige und natürlich auch Schnee. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt eine Skipiste runterfahren würden, würde ich sagen, top Ding. Ja. Den kann man jetzt praktisch nur noch toppen, wenn man da noch ein Spike durchziehen würde. Ja? Und genau das bräuchten wir jetzt hier eigentlich, ein Spike. Aber ich habe die Hoffnung, dass da hinten in dem Bereich des Sees, seht ihr ja, liegt ein bisschen Eis. Ja? Ist allerdings auch die Frage, ob das da genauso stark zugefroren ist. Denn, ich habe es schon mal erwähnt, bei uns wird sehr viel gegüllt. Ja? Die Landwirtschaft sorgt dafür, dass sie nachhaltig unser Trinkwasser und die ganze Umwelt zerstört. Hier nochmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und da, wo Gülle drin ist, friert es natürlich deutlich weniger zu. Und das ist das Fatale, woran man dann denken sollte zumindest, wenn man in so einem industriellen, kaputt landwirtschaftlichen, wie man das immer nennen mag, Land wie Deutschland hier lebt. Ja. Normales Wasser, wenn ich jetzt bei den Temperaturen irgendwo in einer Wildnis, zum Beispiel Skandinavien wäre, hätte ich da gar keine Bedenken. Ja. Aber hier hast du manchmal... Hatte ich erklärt. Und das kann dann sehr gefährlich werden. Du brichst den wegen der Gülle ein und dann stehst du praktisch auch noch drin. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Gut, Eli, dann komm mal her jetzt. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Komm mal her, Eckchen. Und dann natürlich meine Bike-Antenne hatte ich auch schon mal vorgestellt. Ja, komm hier rum. So, Eli. Jetzt wird's ganz lustig. Halt. Eli ist natürlich schön warm angezogen. Ja, mit allem. Wasser, also fast eine ganze Menge, was er hier hat. Also der friert in jedem Fall nicht. Braucht ihr euch keine Sorgen machen, außer an den Füßen. Ja, das weiß man nicht. Und sicherheitshalber werden wir erstmal mit einer niederen Position, das heißt mit Stützfüßen anfangen, bevor ich mich da ganz nach oben setze. Ja, das ist mir eigentlich nicht zumuten. Ich glaube nämlich, das könnte wehtun. Ja. Parallel wird hier die Kamera... Oha, ich sehe schon, das... Also ganz ehrlich, ich falle schon fast hin, wenn ich hier stehe. Ja? Und jetzt noch mit auf Rädern. Also das ist, also buchen wir das ab. Das ist hier wieder eine der beklopptesten Nummern, die ich hier vorhabe. Aber gut, wir hatten das. Ja? Ding läuft, ja. Achso, die Aufnahme der Kamera übrigens hier, GoPro Hero 6, beläuft sich für alle Technik-Freaks in 2,7K, bei mir ausnahmsweise mal, ja, und 60 Frames per Second, ja. Das ist kurz, also es ist zu dem Zeitpunkt, wo wir noch den Hypersmooth der GoPro nutzen können und kurz bevor sie abschmiert, bevor wir mit, wenn wir dann mit 4K filmen würden. Das ist so. Wir hatten das für eine Tour, ja. So, Eli. Na denn. Komm mal her, Nee, einmal rum. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir hier ein bisschen fahren können gleich. Das ist ein Eisrad. Oha. Hier, das ist Burnout. Eieiei, das wird was. Das wird was. Na gut, dass wir die Knieschütze anhaben. Oh ja!
der Papa ist hingefallen. Alles gut. Und die GoPro ist ausgegangen oder was? Was ist denn das für ein Ding? Sie hat die einen Schock gekriegt gerade? Tatsächlich, die GoPro hat einen Schock bekommen, als ich hingefallen bin. Gut, wir versuchen es nochmal. Davon lassen wir uns ja jetzt nicht beeindrucken, großartig. So, Eli, komm mal rum hier. Wir versuchen erstmal in Richtung Schnee da hinten zu kommen. Ja, ob es denn besser geht. Schön langsam. Los, lauf! Lauf, Ila! Lauf! Nur ab! Los, lauf, lauf, Ila! Lauf! Ja, lauf, Ila! Lauf! Hey, lauf, Ila! Oh! Lauf, Ila! Ja, das ist driftig! Nee, Ila, rechts lang, rechts lang. Da lang. Rechts lang, Ila. Komm zum Eis. Wir wollen jetzt den Schnee. Gut, Ila. Zum Schnee. Lauf. Schwung holen. Oh, von au! Oh, lauf, Eli! Lauf! Wow! Hey, jetzt. Oh, oh! Oh! Ah. Also, hier ist Arschlatt. Hier geht gar nichts. Hier geht überhaupt nichts. Oh. Nee. Hier brauchen wir gar kein Fahrrad. Hier machen wir mal Folgendes. Erstmal machen wir Ila ab, das bringt ja nichts. Ich wollte gerade das Fahrrad schieben, aber genau das hängt dann an der Pedale. Schade eigentlich. Ja. Ich glaube, es war noch ein bisschen besser, wenn ich sitze. Ah, dann kann ich versuchen. Alles gut, Eli. Wow! Nee, das. Das ist. Oh, das ist doch zu heiß. Wir machen erstmal die Schiebenummer zurück zur Kamera. Ja, also grundsätzlich hat die schon wieder aufgehört zu filmen. Das gibt's nicht. Die GoPro hat schon wieder aufgehört. 2,7K kommt sie auch nicht mit klar. Schmiert die genauso ab. Das ist ja echt zum Kotzen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich muss es alles normal machen. Mit normal Full HD Auflösung. Ja. Also erstmal kriege ich eiskalte Hände, weil jetzt wird es nämlich auch kälter. Wir haben es jetzt schon, ich glaube so 15 Uhr müssen wir schon längst durch haben. Und dürfen auch minus 5 Grad wieder haben. Kurzes Resümee zu dieser Aktion. Ja. Auf dem Schnee ist die Nummer richtig gut. Hat Eli auch Freude, läuft da gern drauf. Auf dem Eis kannst du praktisch gar nichts machen. Hier ist völlig, völlig breit. Ja. Wir machen das gleiche nochmal mit einer anderen Auflösung bei der GoPro. Ja. Und der einzige Grund, warum das der Stativ hier sicher steht, ist, weil es auf Spikes ist. Ja. Jetzt zeige ich noch mal einen kurzen Rundblick mit dem Stativ hier, dass ihr seht, worum es geht. Ja, weil die GoPro ist ja offensichtlich unfähig, sowas zu filmen hier bei Kälte, vor allem mit der Auflösung. Das ist der See. Ja. In der Ecke waren wir gerade. Und in die Richtung geht es noch 3 Kilometer. Und wer mehr davon sehen will, guckt sich einfach mein Video der textilen Fasern an. Da bin ich nämlich einmal, also fast einmal um den kompletten See auf Eis rumgelaufen damals.
Eli, komm her hier. Komm her, wir versuchen es nochmal. Komm ran hier. So, zweiter Versuch, diesmal normal wieder, 1080. Komm her hier, Eli, ran hier. Full HD. Ja? Du komm her. Hier ran. Du komm. Scheiße, gar nicht. Komm her hier, Eli, einmal rum. Schön, vorsichtig. Seht ihr, der Hund, der kann ja nicht mal stehen, ne? Hier seht ihr diese schönen Stellen, die hier so ein bisschen ein schönes Muster unten auf dem Boden gefroren ist, ne? Wo es so ein bisschen so ein Krater, ja? Sieht gut aus. Und vor allen Dingen diese ganzen vielen Schneekristalle, die sich hier, also es sieht wirklich sehr schick aus. Ich hoffe, die Kamera kann das so ein bisschen einfangen. Und wir werden jetzt mal versuchen, diesmal mit optimistischer Satteleinstellung, weil auf dem Schnee geht es ja, ja? Da kann man so ein bisschen fahren. Nicht ganz so hoch, aber ein bisschen höher, dass ich treten kann zumindest. Und dann würde ich jetzt sagen, wir müssen ja zusehen, dass wir die Jacke noch mal nass kriegen. Ja? Das ist ja mal Sinn und Zweck der Sache. So, Eli. Lass rücken. Zieh. Ja, Agora. Einmal rum. So ist es fein. Rum. Leicht greifbar. Komm schon. Ja, der Hammer. Hau rein, Eli. Agorad. Ja, seht ihr, hier greift der Reifen. Auf dem Schnee geht es, auf dem Eis unmöglich. Jo, ja. Hast du fein gemacht, Eli? Komm her. Kannst du noch ein bisschen Schnee fressen? Jo, das war unser kleines, unorthodoxes Eisbike. Sauda, wie auch immer, Weimaraner Video. Gucken wir mal, ob wir jetzt ein bisschen Nässe hinbekommen haben auf der Jacke. Dazu muss ich sie jetzt leider ausziehen. Die gefällt mir gar nicht, weil ich denn kalt werde. Da tue ich nicht alles für euch. Ja. Oh ja, hier, schaut es euch an. Ihr wart hier die ganze Zeit live dabei. Es ist deutlich nasser. Ja? Die Ärmel waren die ganze Zeit offen hier, volles Ballett, und sie ist in jedem Fall nass geworden. Ja? Von innen und auch von außen sieht man es hier an diesen Punkten, unter den Achseln, auch so ein bisschen an den Armen. Ja? Und genau das wollte ich noch mal darauf hinweisen. Warme Daunenjacke natürlich
bei weitem nicht so atmungsaktiv wie beispielsweise eine entsprechende Wolljacke, die ich jetzt hier alleine schon bevorzugt hätte aufgrund der Sturzgefahr. Denn mit dem dünnen Material möchte ich hier nicht über das Eis schlittern. Davon dürfte da nicht viel übrig bleiben. Eli sucht sich noch ein bisschen schön im Schnee. Wir werden das Ganze jetzt natürlich nochmal professionell ohne Kamera ausweiten. Und ich schaue mal, ob ich in die andere Richtung, also ich packe alles wieder ein und wie weit ich in die andere Richtung des Sees runterkomme. Und solltet ihr nicht dabei sein, weil möglicherweise die GoPro wieder andere Ansicht ist, ja. Das riesige Stativ schleppe ich ja natürlich nicht mehr. Die Linse, da wird dann nur eine Scherbe draus. Ja, wir werden uns ganz bestimmt hinpacken. Das ist ziemlich sicher, denn umsonst habe ich die nicht angezogen. Jetzt ein bisschen mehr Banane machen. Ja, ich versuche dennoch den Helm diesmal heil zu lassen. Ja. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, für so ein kleines unorthodoxes Jacken-Review mal. Immer den Hintergrund bedenken, wofür, für wen ich es auch so ein bisschen gemacht habe. Ja. Und ich wünsche euch bei diesen Temperaturen und meinetwegen auch auf zugefrorenen Wasserflächen, wenn ihr die mit Verstand betretet, ganz wichtig, so viel Verstand, wie man beispielsweise in skandinavischen Ländern hat, ja, dann wünsche ich euch dabei, egal mit welcher Jacke, ja, Hauptsache es ist grundsätzlich warm, viel Spaß draußen!